Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Might and Magic Teil 2 mit mir, dem Captain. Und wir befinden uns hier in dem Bereich von Dawn's Cavern und haben jetzt schon mal den Süden erkundet und den Osten erkundet, aber den Norden, den Nordwesten haben wir noch nicht erkundet. Das machen wir jetzt. Und dann sehen wir ja, ob wir in die Mitte irgendwo reinkommen oder nicht. Und wir haben hier einen Kanin-Creep. Alles klar. Ich glaube, du kannst nichts Besonderes. Wir geben dir einfach mal Lehrgeld, indem wir dich töten. Und du hast auch nicht besonders viel gekillt von uns. Sehr schön. So, jetzt sieht man schon, da hinten ist wohl ein Weg oder irgendwas. Genau wie auf der anderen Seite, ne? So, wollen wir sehen, ob wir da lang kommen. So, was haben wir hier? Target Practice. A bedraggled cleric and a battered robber are being used as targets by a group of monsters. Ja, wir gehen natürlich. Wir helfen denen natürlich. Hornfiend und Fire Devils. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, der macht ein Feuer. Und wir machen ihn weg. Alles klar. Das war's. Alles klar, das war's. The bloody cleric, holy moly, and his sidekick. The shifty slick pick. Pass out before you. Target practice can be brutal. Hire at Hourglass Inn. Okay, damit haben wir die auch befreit. Also gab es hier auch noch wen zu befreien. Was haben wir hier? Employees only. Das klingt schon mal gut. Also, mir fehlen aber noch diese Sachen hier. Die Wand. So, da war aber nichts. Jetzt geht es da rein. Okay. Giant Ogres. Okay. Gut. Gigantische Oger und sie sind mal eben ganz pillepalle weg. Also ich glaube, ein Ego-Scimitar. Ein Ego-Scimitar. Wo haben wir denn das jetzt? Das hat Ariel. Gibt Personality. Kann der Paladin benutzen? Naja, gut. Und hier geht's durch. Tada! Da geht's echt durch, ne? Und unten ist eine Tür. Dawn's Throne Room. Okay. Dawn und Enchantress. Okay. Attack. Disintegrate klappt nicht.
Implosion. Jawohl. 31.000, ja Wahnsinn. Psytrap sind Razor Sharp Metals. Jawohl, natürlich. Messerscharfe. Ja, wie, das war's jetzt, oder was? Den Thronruhm haben wir gemacht. Und nun? Also auf jeden Fall können Garibaldi und Dr. Watson inzwischen schon wieder trainieren. Alle anderen müssen noch Punkte sammeln. So, also hier geht's nicht weiter. Da, so. So, jetzt müssen wir mal echt gucken. Also da oben. Greedy Snitch. Und der klaut mir Essen. Okay. Run. Nein. Time Distortion. Da muss ich mich nicht unbedingt drauf einlassen, auf diese Greedy Snitch. Jetzt kommen wir hier wieder rein in den Raum. Und gucken uns jetzt noch mal diesen. Und jetzt haben wir natürlich das wieder nicht. Muss ich das Wizards-Eye wieder einschalten? Genau. Was haben wir jetzt? Flaming Fierce, Killerkanin. Oh, Leute. Ich habe keinen Bock da drauf. Da komme ich auch nicht rein. Scheinbar. So. Mitarbeiter only. So. Greedy Snitch klaut mir wieder mein Essen. Okay. Nehmen wir einen Feuerball. Ach du Scheiße. Das ist echt übel hier, ne? Okay, Deadly Swarm geht auch. Dann haben die wirklich nicht viel, hä? Ach, Leute, es nervt mich eigentlich. So, die meisten laufen weg. Ich hoffe nur, dass ich am Ende nicht mehr ohne Essen dastehe, weil sonst muss ich wieder raus und Essen holen. Okay, Gold, Gems. Okay, liege noch mit Essen da, ne? Ah, hier geht's durch. Hier geht es durch. Okay. Hier kann man durchgehen.
Okay, was haben wir hier? Orb Guardians. You surprised monster. Okay, attack. Shoot. Shoot. Oh, einer ist weg. Gut. Oh. Ihr haut aber gut zu. Aber euch Orb Guardians bringe ich trotzdem noch zur Strecke. Alles klar. Die Orb Guardians haben wir besiegt. Dann King Kalons powerful element orb rests magistrally upon a decorative pedestal. Do you have what it takes to get it? Yes. You wrest the orb from its pedestal and take it to your own. Okay, wer hat den Orb jetzt? Bosch hat den Orb. Okay. Element Orb. Alles klar. Danke, Bosch. So, dann gehst du jetzt raus hier. Auf die Karte. Ja, wir haben komplett erkundet. The orb denies you exit. Muss ich über. The orb denies you exit. Okay. Dann. Oberfläche. Spell failed. Hä? Welchen Zauberspruch habe ich denn sonst noch? Wie komme ich jetzt da raus? Town Portal geht auch nicht. Doch, da ist Town Portal 8-4. Spell failed. Ich glaube, ich muss. Moment. Jetzt geben wir das Item erstmal an den letzten, nämlich C. An Big Booty, genau, an unseren Kleriker. So. Und jetzt Options. Dismiss, genau. Dismiss. Acht, Big Booty. So. Jetzt kann ich raus, okay. Jetzt die Frage, wo finde ich Big Booty jetzt? Finde ich ihn, nein, was soll denn das? Da ist die Stadt. Finde ich dich etwa hier in dieser Stadt wieder? Higher links. So, Big Booty, F. Steuerung F.
Okay, jetzt habe ich ihn und ich bin draußen. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt haben wir ihn und er ist draußen. So, jetzt können wir erstmal den ganzen sonstigen Scheiß verkaufen, den ich gekriegt habe. Die komische Plate Armor, die Ringmail, das Looter Knife. Plate. Weg damit. Brauchen wir alles nicht. Plate Armor 5E. Wieder weg. 10. Scale, Blowpipe, Silent Horn. Flail plus 7, ja, weg damit. Das Monster Tome. Komm, weg damit. Torch auch. 5. Kompass, Rope und Hooks kann weg. Das Super Flare, die Flamberge, der Speer. Jetzt noch das Knife. Noch eine Force Potion, okay. Die brauche ich aber nicht mehr, die Force Potion, ne? Ja, und die Magic Herbs brauche ich eigentlich auch nicht. Die Magic Herbs ist First Aid. Komm, Drop A, Drop A. Drop B und den Herb, Magic Orb meine ich, den 4 Item ab zum Dr. Watson B. So, damit hat er den wenigstens. Yes, und wir verkaufen. CC Dora Dora. Super, passt doch. Wir haben zwar ein bisschen was an Schaden genommen, aber das geht eigentlich, ne? Wenn ich daran denke, dass ich jetzt den Orb habe und lass noch mal gucken, jetzt habe ich den Orb. Und die anderen Gegenstände bin ich losgeworden. Jawohl, damit habe ich wieder Platz in der Tasche. Wie alt sind wir eigentlich? Oh, einige haben ein gutes Alter gekriegt. Also, da 26, 27, ihr seid alt geworden, ne? Gut. Ihr dürft aber auch nach Atlantium jetzt mal gerade, um zu trainieren. Fliegen nach A4. Und außerdem habe ich ja einen Zauberspruch, um einen wieder zu verjüngen, ne? Yes. So. Du hast noch 76.000, du noch 240.000. Du das auf Level 25. Jawohl. Trainieren, 19 Punkte. Und dann fehlen dir jetzt noch, ja, über 1 Million, alles klar. Bosch, dir fehlen noch 950.000. Dr. Watson, jawohl, dir fehlen noch nichts mehr. Jetzt fehlen dir noch über 1 Million, alles klar. So, und wir gucken drauf auf die Liste. Ja. Und ausgerechnet unsere beiden Kleriker. Ach, das sind diejenigen, die halt auch immer wieder Leute wiederbeleben. Und wenn sie wiederbeleben, heißt es, sie werden ein Jahr älter. Okay. Und dann werden die ein Jahr älter.
und haben dann auch die Probleme, ne? Die Altersprobleme. Naja, die Altersprobleme ist war, glaube ich, ein Luxusproblem hier in dem Spiel, was ich so nicht teile. Das ist nur, wenn man wirklich sehr alt ist und sehr alt wird. So. Jetzt kann ich noch zu dem Murray. So. Und ich glaube, das Murray Resort war ja auch gleich nebendran, ne? Hast du eigentlich jetzt Walk on Water gemacht? 3,6? Nein, hast du nicht. Das Murray Resort ist, glaube ich, so, also wenn man dort an Bord geht, dann kommt man wohl hier an, ne? Mary's Gym Workout. Okay, yes. Ist es jetzt, okay. Alles klar. Scheinbar, ne? Verstehe ich jetzt nicht, was hier ist, aber gut. Okay. Ich muss echt mal gucken hier, ne? Marbling Swimming Jump In. Yes. Das will ich jetzt aber erstmal sehen, ob das jetzt dauerhaft ist. Rest. Ah, okay, das ist nicht dauerhaft. Alles klar, das ist wichtig. Ich habe schon gedacht, warum ist denn das jetzt auf 65 runtergesetzt worden? Also bitte. So. Du kannst Walk on Water, nein, 3,6 durchaus machen. Und der letzte Elementschutz und Levitate noch. So, damit haben wir jetzt alle Schutzsachen. Okay. Marble Swimmingpool, Jump In. Nein. Massagetherapie. Want to rub down. Okay.
Nein. Weird lights flicker inside Murray's cave. Go in. Okay, da gibt es also eine Höhle. Nein. The two scantily clad Atlantean maidens bearing baskets of rose petal beacons you to the waters of hot springs bars. Yes. Paying guests only. See travel agent. Ach, okay. Gut. Das heißt, da muss ich den. By a pit of brown sunk Nubian eunuch announced that we use only the finest mud mixed with volcanic ash imported from distant Volcania. Take a mud bath. Yes. Okay, damit scheinen die alle. Scheint hier aber nichts Besonderes zu sein, okay? Giants playing volleyball. Okay. Yes. Oh, alles klar. Gut. Tech. Wir spielen Volleyball mit unserem Dancing Sword. Und nochmal. Und zack. Und wir haben Dancing Sword gemacht. Und das war's. Finden hier nichts. Na gut. Juicy Bar Drink? Nein. Music Tiles of Rollicking Dolphins Decorate Morris Resource Bar. Gut, jetzt dann hole ich mir jetzt gerade mal das Ticket. Das Ticket gab es nämlich. Hier gab es das. So, in Middlegate gab es das Ticket. Jetzt frage ich mich nur, wo gab es dieses Ticket nochmal? Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gab es das Ticket hier bei Travelmore. Jones, the travel agent, will book you a trip to beautiful Murray Resort Island for 5000 gold. Yes! Catch the ferry at C3X7Y9. Okay. Dann holen wir uns jetzt, bevor wir das machen, nochmal das hier und gehen ins Inn und versuchen wir jetzt die Fähre zu kriegen und die Fähre befindet sich nein, ich will nicht hinter den Wasserfall. Der Fährenstart befindet sich hier. Welcome aboard, folks. I'm Fähig, your cruise director. A boat is just about to leave. Would you like to begin your trip? Yes. Please remain seated. Und
Turn left, Druid's Point. You're right, see Juicer's Way. Island of Ancients, Evil Zone. Island of Ancients, Good Zone. Off in the distance, Atlantium. Coming up, Moray's Resort. I hope you have enjoyed your cruise to Moray's Resort Isle. Jawohl. Musik teils auf fröhlichen Dolphins decorate Moray's Resort Spa. Wunderbar. Und damit habe ich jetzt mein Ticket. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, the two Scansy Hot Springs Bars, jetzt mache ich Yes. You feel rejuvenated. Also wieder verjüngt, oder? Wahnsinn, jetzt bin ich sogar 17, 16, okay. Also noch jünger darf ich nicht werden. Also auf jeden Fall bin ich sehr jung jetzt geworden. Diejenigen, die am ältesten, am höchsten im Level sind, sind am jüngsten geworden jetzt. Also noch jünger darf ich nicht werden. Ganz einfach, noch jünger darf ich nicht werden. So, dann gehen wir jetzt nochmal in die Höhle rein hier. Wollen nochmal schauen, was hier ist. Jawohl, war ich noch nicht drin. Eine Höhle komplett ohne, komplett für mich, ne? So. Was haben wir hier jetzt Schönes? So, wir können hier mal gucken. Wir kommen hier irgendwie wahrscheinlich auch raus, ne? Und kommt man hier durch? Nee. So. Dann gehen wir mal. Erster Punkt. Mir rum. Wir können jetzt mal außen rum gehen, damit wir sehen, was es ist. Aha, da drin sind Räume. Gut. Was haben wir hier? Squire, Killer, Kadaver, Ghoul, 50 Hatchetmans, alles klar, gut. Ich hätte jetzt gesagt, ich schieße auf den Killerkadaver und du schießt auf den anderen Killerkadaver. Die Squires weg. Du schießt auf den Dagger Jaw. Okay, das hat nicht geklappt. Ah doch, jetzt. Der war halt nur... Gut, die Ghule weg. Und jetzt haben wir noch die Hatchetmans, ne? Kann ich die irgendwie... Oh! Scheiße. Verdammt, ey. Muss ich aber echt mal gucken. Die haben die umgebracht. Okay, die wurden nur... Naja, nur ist gut. Die wurden umgebracht, ne? Nein, ach Mensch. Nicht so, Mensch. Warum wurden die jetzt umgebracht? Das sollte so nicht sein.
irgendwelche blöden Dinger da, ne? Ja, sind jetzt wieder ein paar weg. So. Wenn er jemanden angreift, dann geht das wohl noch, ne? Jetzt noch die nächsten, diese ganzen Hatchetmans, die müssen einfach alle weg, ne? Dann werde ich wohl gleich resten müssen hier. Geht down. Nicht genügend Punkte. Und Dr. Watson. Du kannst hier bitte ein... Ja, Deadly Swarm noch drauf machen. Ist zumindest ein bisschen was an Schaden noch drauf. Leider sind die nicht so gut im... ja. Mein erster Kampf hier unten drin und ich bin schon fast am Draufgehen, ne? Nicht genügend Punkte. Verdammt, hast du keine, nicht genügend Spruchpunkte mehr? Kannst du was anderes machen? Feuerball, 4-3 auf die F. Cast Feuerball auf die F. Doktor noch mal ein bisschen was. Reicht aber immer noch nicht. Haben die jetzt gar nichts gemacht mehr? Oh, einen hat er assassinated. Okay, der Bosch. Hast du noch genügend Punkte? Du hast noch Punkte für einen Blitz, oder? Gut, alles klar. Oh, wir haben aber immerhin auch eine Pirates X-Bow Ringmail 7 bekommen. Alles klar, so. Jetzt können wir hier uns erstmal ausruhen auf diesem Feld. Ja, auf jeden Fall resten hier. Yes. Gut. Wir brauchen Licht. Wir brauchen Sichtbarkeit. Wir brauchen Levitate. Wir brauchen den Guard Dog. Wir brauchen den Magieschutz. Und wir brauchen den normalen Schutz. So. Und jetzt gucken wir mal rein. Jetzt sind wir wieder voll. Und jetzt so eine X-Bow plus 6 kann nur von einem Neutralen getragen werden.
Knight, Paladin, Archer, Robber und Ninja. Okay. Pirates X-Bow kann aber nur von einem Neutralen getragen werden. Schade. Das heißt, die ist schon mal nichts für mich. Und diese Ringmail, die kann nur von einem Evil getragen werden. Ist also auch nichts für mich. Schade. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns die weitere Erforschung von Murrays Höhle beim nächsten Mal an. Bis denn, sagt der Captain.